Heute, am 18. Tag der Fastenzeit, feiert die Kirche von Münster den Gedenktag des seligen Clemens August, Kardinalgraf von Galen. Und der Vers, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, stammt aus Jesaja, Kapitel 43, Vers 21. Das Volk, das ich geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Beim seligen Bischof Clemens August findet sich das Wort vom Amboss. In der Zeit des Nationalsozialismus taucht es in seiner Predigt auf und er sagt, auch wenn wir nur der Amboss sind, auf den draufgeprügelt wird, formen wir doch die Gesellschaft, die Welt mit. Die Hammerschläge setzen andere, aber selbst da, wo wir ohnmächtig erscheinen, formen wir die Welt mit. Und hier geht es darum, das Volk, das ich mir geformt habe. Gott lädt uns ein, in der Fastenzeit uns neu von ihm formen zu lassen, uns mehr an ihm zu orientieren. Und sicherlich in einer Zeit, in der wir uns oft als ohnmächtig, hilflos erleben, können wir doch mit dem, was wir aushalten und wie wir mit den Schwierigkeiten umgehen, auch mitformen, uns formen lassen und gleichzeitig geformt werden. Und dann verkünden wir auf diese Weise Gottes Ruhm. Da, wo wir uns nicht unterkriegen lassen, da, wo wir unsere Hilfe und unseren Schutz bei Gott suchen, so wie der berühmte Kardinal aus Münster, da formen wir mit und lassen uns gleichzeitig selber noch mehr formen, aber in der evangeliumsgemäßen Form, dass wir immer mehr so werden, wie Gott uns haben möchte.